Hi, ich bin Marco Djordjevic, bin Illustrator, lebe in Berlin, arbeite für Marvel Comics als Comiczeichner, Titelbildillustrator. Bin seit 13 Jahren dabei und werde wahrscheinlich auch den Rest meines Lebens damit verbringen. Ich entwerfe hauptsächlich, also der Großteil meiner Arbeit besteht daraus, Titelbilder zu entwerfen, die möglichst verkaufsträchtig sein sollen. Die sollen sich im Regal abheben von Titelbildern, von Konkurrenzprodukten, sollen aussagekräftig die Story widerspiegeln und die Käufer dazu animieren, möglichst viele von meinen Comics zu kaufen. Ein anderer Teil meiner Arbeit besteht natürlich daraus, neue Charaktere für Marvel zu entwerfen. Das ist ein relativ kleiner Teil der Arbeit, vielleicht irgendwie so 5%. Und nebenher mache ich auch noch die Comic-Seiten bei manchen speziellen Produkten, die Marvel rausbringt. Das heißt, ich zeichne quasi Paneele, die dann später mit Sprechblasen gefüllt werden und die gesamte Geschichte von vorne bis hinten erzählen. Also in der Regel bekomme ich ein Drehbuch. Das ist unglaublich simpel geschrieben. Es gibt nur ganz grobe Anweisungen zu der Szene. Und dann kommt der Dialog darauf. Und ich muss quasi diese Szenen nehmen, in Paneele aufteilen und die Story möglichst lesbar wiedergeben. Also, dass ich dem Leser das Gefühl gebe, dass er sich von Panel zu Panel hangeln kann und die Story verstehen kann. Und dabei, wie gesagt, gleichzeitig eine Atmosphäre erzeuge oder eine bestimmte Stilrichtung erzeuge, die der Story hilfreich ist. Also der typische Prozess, den ich benutze, wenn ich arbeite, und der findet eigentlich quasi 99% der Fälle immer so statt, ist, dass ich zuerst eine Skizze mache. Eine Skizze entsteht im Bleistift. Dabei bündel ich meine Idee. Diese Skizze wird zu meinem Redakteur geschickt bei Marvel. Der guckt sich das an, guckt sich an, ob das verständlich ist, ob das Titelbild oder die entsprechende Seite die Aussage trifft, ob sich vielleicht ein Fehler eingeschlichen hat und gibt mir dann entweder grünes Licht oder schreibt mir eine Revision zurück. Und in den meisten Fällen kriege ich sofort grünes Licht. Das heißt, ich kann die Skizze nehmen und eine Reinzeichnung davon machen. Wenn ich ganz wenig Zeit habe, also viel zu wenig, um eine Reinzeichnung zu machen, dann gehe ich sofort zum zweiten Arbeitsschritt rüber, der quasi am Computer stattfindet, wo ich die Reinzeichnung eingescannt in Photoshop öffne und entsprechend male. Und beim Malen geht es eigentlich mehr oder weniger darum, dass ich in meinem ganzen Ansatz beim Malen am Computer genau denselben malerischen Aspekt versuche abzudecken, den ich beim traditionellen Malen auch anwenden würde. Das heißt, ich benutze Pinselspitzen, die ungefähr realistischen Pinselspitzen nachempfunden sind. Mein gesamter Prozess bezieht sich auf das Malen mit Ebenen, mit Arbeit, die mit Licht zu tun hat, Volumen definieren und so weiter und so fort. In dem Zwischenschritt der Reinzeichnung ist eigentlich nur eine Sache wichtig: Es ist ein schönes Original für mich selber zu erstellen oder entsprechend etwas zu haben, was ich später einem Fan verkaufen kann. Also meine Originale behalte ich in der Regel. Die gehören mir. Marvel kauft quasi nur die Rechte zur Veröffentlichung an meinen Bildern. Das physische Bild selber, das ist meins und das kann ich ausstellen, das kann ich meinem Kunsthändler geben, der sitzt in Dallas, der macht die ganze Promotion um meine Originale herum, der bringt die entsprechend in den Mann, der hat Kunstsammler, die sich für meine Originale interessieren. Und manche Bilder behalte ich auch selber, weil ich sie mir aufhängen will oder verschenke sie. Naja, also in erster Linie bin ich ja als Comiczeichner daran gebunden, dass ich immer die Ideen anderer Leute umsetze. Also in meiner alltäglichen Arbeit habe ich mit den Ideen von Autoren zu tun, mit den Ideen von Redakteuren zu tun, die nicht zwingend unbedingt meine Ideen decken. Und deshalb gibt es natürlich auch immer den Drang und den Wunsch, persönliche Projekte in Angriff zu nehmen. Momentan arbeite ich an einem politisch orientierten Comic, einem modernen Drama über den Krieg in Jugoslawien in den 90er Jahren.
Und das ist ein Projekt, was mir über Jahre hinweg sehr stark am Herz gelegen ist, was ich einfach in der Form unbedingt mal durch meine Feder auch umgesetzt sehen wollte. Und da ich einfach auch diesen jugoslawischen Hintergrund habe, durch meine Frau und durch mich, ist es ein Thema, was mir sehr nahe liegt.